Als Deutsche Telekom handeln wir verantwortungsvoll. Unsere Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Dieser Wandel wird nicht nur durch die Digitalisierung und die Möglichkeiten der rasanten technologischen Entwicklung vorangetrieben. Klimawandel, Ressourcenknappheit, geopolitische Spannungen, zunehmende gesellschaftliche Spaltung. All dies erfordert heute intensive Aufmerksamkeit, wenn wir unsere Zukunft schützen wollen. Für uns, unsere Kunden, unsere Gesellschaft und den ganzen Planeten. Wir schützen die Umwelt schon seit den 90er Jahren. Aber das führende Telekommunikationsunternehmen zu sein, bedeutet ehrgeiziger denn je zu agieren. Seit 2021 stammt unser gesamter Strom aus erneuerbaren Energien. Bereits 2025 werden wir Netto-Null-Emissionen für unser Unternehmen erreichen. Völlig klimaneutral werden wir spätestens 2040 sein. Und wir tun noch mehr. Wir achten auf Energie- und Ressourceneffizienz beim Aufbau künftiger Netze und beim Design unserer Technologien. Mit unseren digitalen Lösungen helfen wir unseren Kunden, ihre Klimaziele zu erreichen und weniger Ressourcen zu verbrauchen. Wir arbeiten verstärkt an nachhaltigen Produktverpackungen und reduzieren Plastik und Papier. Darüber hinaus konzentrieren wir uns auf den gesamten Produktlebenszyklus und möchten unsere Technik und Geräte komplett kreislauffähig gestalten. Bis 2030. Wir nehmen mobile Geräte zurück, um sie zu recyceln und fördern das Mieten von Routern und Receivern. Wir nehmen unsere digitale Verantwortung ernst und stellen uns klar gegen Hass im Netz. In Krisenzeiten ist auf uns Verlass. Wir bauen ein nachhaltiges Ökosystem für die Gesellschaft auf, gemeinsam mit unseren Lieferanten, Partnern, der Industrie und unseren Kunden. Wir halten, was wir versprechen, auf unserem Weg zum führenden globalen, digitalen und nachhaltigen Telekommunikationsanbieter.